Hi everyone, welcome to today's episode of 5 at 5. This is Fan Friday. I just washed my hair. It's a little bit more pink than I wanted it to be, but it will be washed out in a second. Hi! Hello, hello! Hello! Hi, from Munich. Last, maybe before 2 weeks, I watching the Eurovision contest in YouTube. Yes. And this week was exactly your amazing show. And I see your heart. It's so full of love. And yeah, you're incredible. And I'm waiting for second episode of Drag of Queens because it was so nice. Did you enjoy it? I enjoyed it, and I learned very good German with this show, you know? Oh, did you? Yes, I understand everything, but it's helping me to enjoy this language, not only this with books, because it's really hard language, you know? That's what I heard, yeah. And I recommend to German television or Austria to give you a minimum 2 hour show per day, you know? Prime time show. Oh, I'm sorry, I'm a bit shy. I love it that you keep on talking. I love listening to you. Emmy, thank you so much for all the things that you've said. I see that you really, you work really hard. You make really good songs. The lyrics of these songs are really deep. And you make really good things. And I'm sure that you get to the people another thing to how they can think about us. People have really good respect of you, I'm sure, and I'm really glad that we have people like you, and our community can grow every year with people like you. Oh, thank you so much for saying that. Really. Oh my goodness! I'm fixing my hair. I was not expecting this. I'm in Canada. I'm a French Canadian, so that's why I have this accent. I love. And I have to tell you, I watched Eurovision, the movie, and I was actually born not very far from where Céline Dion was born. Okay. And so, you know, to me, like, she's very much in my culture. You know, it's a well-known song to me. And so to watch an American movie in English, and then all of a sudden to hear the start of the song, you know, ne partez pas sans moi, and then I was watching it, and you have no idea the impact, the effect it had on me. I had tears in my eyes. Oh. So that's the effect you actually had on people. I was watching the person before me talking to you, and you have such a huge impacts, you know, on lives, on people's life, but just for that moment, it had a huge impact on me, and on me, French Canadian as well. There's no doubt. And the movie has been number one in Canada for weeks. I love. And you sing it so beautifully. It's such a hard song to sing, and you have such a marvelous voice and powerful voice. And so it was so perfect that they gave it to you. I was equally excited and terrified because my French is not existing. Actually, when I heard you sing, I was like, wow, I had no idea that Conchita spoke French. No, I do not. in the movie, yes, because it's hard and you have no accent whatsoever when you sing it in the movie. So it's, I don't know, you did an amazing job. I just thought you were really good, or Conchita was really good handling those interviews. I realize that European media, they are a bit harsh sometimes, or they really go in there, and those interviews can become very political. Yeah. I have a feeling that your message and Conchita's message is more humanitarian.
not necessarily about politics. Yeah. And so, you know, that they put you in that situation, especially in a live interview, like, not only are you extremely professional, obviously, but, you know, you're very quick on your feet and very intelligent, and you responded and Conchita responded so gracefully. Oh, and still your message went across without falling into those traps. So yeah. I thought you were really, really good. And it's, you're absolutely amazing. And the world, especially right now, needs more people like you, needs more people like Conchita. And the world would just be better. And you make it better, actually. Oh, my God. Yeah. Oh, my God. Hello. Wer ist das denn? Das ist die Sira. Hallo, Sira. Gott, bist du schön. Die kennst du schon. Die hast du bei der Autogrammstunde 2019 gesehen. Habe ich schon. Alles ja. Wiederzusehen. Mehr mit Corona gehen wir nicht mehr so viel raus. Ich gehöre auch zur Risikogruppe und da okay. ist man da noch ein bisschen vorsichtig. Hast du jemanden, der dich auch ein bisschen umsorgt, dass du nicht immer raus musst? Nö. Ich bin gerade alleine mit der Sira. Oh, na ja, alleine bist du ja nicht. Ich habe was zu kuscheln. Wie hältst du dich bei guter Laune? Ich schaue mir dich an. Oh. Boah, du, ich finde deine pinken Haare so cool. Mag sie süß. Ich würde zu deiner Wand passen. Stimmt. Oder? Ja. Jeder Hund, den ich kenne, der geht gern auf der Wiese schnüffeln und spielen. Und Sira geht gern shoppen. Aber wie meinst du das? Sie sucht dir die Sachen aus, oder? Nee, sie hat sogar ihre Lieblingsgeschäft. Wenn wir an einem Geschäft vorbeilaufen, das sonntags dann natürlich zu hat, ja. steht sie vor der Türe und piept das Geschäft an. Was Tiere für einen Charakter haben. Alle sehen das nicht, glaube ich, aber ich bin immer sehr respektvoll. Wenn ich irgendwie einen Hund oder eine Katze kennenlerne, dann will ich natürlich wissen, mit wem ich es zu tun habe. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, mein Hund mag dich, weil... Die war 2018 beim Konzert dabei, im Konzerthaus. Das auch. Sie ist ja mein Assistent und sie begleitet mich. Okay. Und, aber sie hat die ganze Zeit unterm Stuhl gelegen und sich ausgeruht, weil ich, was ich sonst nie bin, bei den ganzen Leuten mal ausnahmsweise komplett entspannt war. Oh, das freut mich. Viele Menschen, das ist echt manchmal schwierig. Das verstehe ich gut. Ja, vor allen Dingen, wenn man Angst vor Menschen hat. Das ist ja. Ja. Aber da hilft dir deine Maus eh gut, nehme ich an, oder? Ja, schon. Mm. Ohne sie würde ich wahrscheinlich gar nicht irgendwie so viel vor die Tür gehen. Also ich finde es so cool, dass du dann, wenn du sagst, du bist sowieso nicht so gern unter Leuten, dass du dann irgendwie das Abenteuer auf dich nimmst und nach Wien fährst. Und mega. Ja, ich liebe diese Stadt. Man soll sich ein Held des Alltags überlegen. Ja. Wenn man in schwierigen Situationen ist, man soll sich dann fragen, was würde der jetzt tun? Okay. Hast du sowas? Wenn es um sehr ernste, schwierige Themen geht, dann habe ich so meine Freunde, von denen ich weiß, okay, die sind immer gut darin gewesen, das auszuformulieren, was ich vielleicht nicht ganz in einen Satz bringen kann. Und ja, doch, also für jede Situation vielleicht eine andere Person. Ja. Also hast du viele davon. Ja, ja, ja. Weil ich halte alle meine Freunde für Helden und ich halte euch alle für Helden. Und deswegen, finde ich, inspirieren wir uns weißt alle du, gegenseitig. Weißt du, wer mein Held des Alltags ist? Sag. Du. Bonjour, Agenet. Oh, bonjour, bonjour. My French is not existing. Vous parlez pas français? Non. I'm sorry. Deutsch? 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 Sollen wir Deutsch sprechen? Ganz wenig. Aber der Deutsch ist gut. Oui. Je vous adore. Vous êtes sehr, sehr lustig Person. Vielen Dank. Et votre nouvelle look, nouvelle, sehr schön Farbe. Ich mache eine Foto. Na, unbedingt. Ja, Conchita, enchanté. Willkommen. So. Oui, je sais. Oui. Ein Moment, bitte schön. Ein Moment. Pharmacy. Ah, oh, yes. Ja. Die Apotheke. Schau mal, ein Gans. Ja? J'adore.
Da, ich liebe es. Oh Gott, wie toll. Oh, hast du eine schöne Wohnung. Dankeschön. Bist du sehr lustig. Ich liebe dich, Conchita. Oh, wie schön du es hast. 24 ans. Je suis artiste peintre. Oh, wow. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Danke, dass du uns deine Wohnung gezeigt hast. Und man, einmal. Ich danke. Foto Conchita. Natürlich. Hallo. Hast du den Eurovision-Film schon gesehen? Der Film nicht. Dein Teil hunderte Male, glaube ich. Ich würde es lieben, wenn du das mal in Ganze mal irgendwann mal aufnehmen würdest. Es hat schon einen Moment gedauert, dass ich den Refrain auf Französisch drauf hatte. Für das ganze Lied, ja, nehme ich mir ein bisschen Zeit. Okay. Und dann schauen wir, ob ich das jemals hinkriege. Aber ja, mit, also in einer Sprache zu singen, die man selbst gar nicht spricht, das ist schon echt eine Herausforderung. Ja. Sag mal, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Wann war das? Das letzte Mal in München. Du warst in München dabei. Ah, oh, das war so ein cooles Konzert. Ja, München. Amsterdam war auch sehr cool. Wie ist es dir denn ergangen, so die letzten Monate? Eigentlich ganz gut. Ich habe damit die Arbeit halt aufhören müssen, weil ich im Tourismus halt tätig bin. Ende Mai haben wir wieder angefangen. Und ich finde es wunderschön, um wieder zu arbeiten. Ja. Ich bin ja Kinderbetreuerin, arbeite ja in der Kinderbetreuung in einem Hotel und es ist einfach ganz super. Aber ich habe die Zeit zu Hause ehrlich gesagt auch ein bisschen genossen, weil ich bin immer mit dem Hund unterwegs gewesen. War super. Hast du was geplant im Sommer? Na, eigentlich nur ganz kurz noch Ende Juli noch mal zu deinen Eltern, weil es da wunderschön ist in Bad Mittendorf und auch bei deinen Eltern so gemütlich und deine Mama kocht einfach wunderbar. Das ist ja, super. Ja, schon. Und ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich voll, wenn wir uns das nächste Mal bald wiedersehen. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Und inzwischen genieße ich deine Musik und deine Videos und Dankeschön. Das macht alles auch leichter. Ich möchte bitte noch ganz liebe Grüße an alle anderen Fans ausrichten. Das rundherum fehlt uns alle auch. Ich weiß, das ist so schön, dass da so viele Freundschaften entstanden sind. Aber das machen wir schon. Das machen wir schon. Wir sehen uns alle bald wieder. Ach, thank you for our little community that we are and that we are connected, even though we can't see each other. Have a wonderful weekend. Bussi. Baba.